Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rusty Blackroots. Ich musste das jetzt eben auf Kamera machen. Ah, eine Taschenuhr. Wie hübsch. Und jetzt? Okay, das war's. Wir machen den Ton mal etwas lauter. Die Taschenuhr. Damit ist dein Baum zu Ende? Anscheinend. Dann machen wir mal hier weiter mit Emma. Fruchtbarkeit 1884. Na, du Bienchen? Moment mal. Hast du irgendetwas für uns, Madame? Eine Harke. Gartengrube, Entschuldigung. Können wir dir den nicht geben? Nein, anscheinend nicht. Eins, zwei, drei, vier. Fängt ja schon ja gut an. Moment mal, was für eine Blume wünscht sie sich nochmal? Wieso reißen wir jetzt die ganze Zeit die raus? Deswegen, okay. Okay, jetzt haben wir eine Rose. Irgendwie müssen wir ja die Blume rauskriegen, die sie sich wünscht. Das sieht schon mal gut aus und so Blätter wie die haben. Was finden wir die? Ah, das sieht gut aus. Ah, hier sind die vertreten. Okay. Was jetzt? Immer noch die?
Moment. Nein. Ja, jetzt haben wir die. Und jetzt? Da möchte ich eine neue. Die Nummer 2. Mal gucken. Ja. Okay, was ist, wenn wir die noch dazu? Nein, das ist nichts. Jetzt mischen wir anscheinend Pflanzen. Und das. Das ist anscheinend auch nichts. Jetzt nehmen wir mal die. Ah, jetzt wird sie. Jetzt wird da ein Schuh draus, oder? Nein, doch nicht. Ne. Die ist Mist. Jetzt mischen wir mal die mit der. Und jetzt das? Ne. Nein. Nein, das ist Mist. Entschuldigung, Bienchen. Das mit dem. Und das nochmal? Nein, das sieht auch nicht so aus. Nee. Gärtnerei. Gar nicht so leicht. Jetzt nehmen wir mal die. Nehmen dann die. Ich hoffe, ich bin überhaupt zu hören. Nehmen dann nochmal die. Das sieht danach aus. Nehmen jetzt das. Ja, das sieht gut aus. Ha! Geschafft. Bitteschön. Jetzt, die hatte ich ja schon gerade fast hingekriegt. Nehmen was davon. Nehmen dann die. Nehmen dann nochmal die. Ja, und nehmen das. Oh, und die Blätter. Hervorragend. Das war jetzt leicht. Das war jetzt wirklich leicht. Bitte schön, Emma. Emma? Ich glaube, sie hieß Emma. Ah, Moment. Ja, jetzt kommt die letzte. Da habe ich zwar noch keine Ahnung, wie ich die hinkriegen soll, aber wir werden sehen. Nehmen erstmal davon. Nehmen dann davon. Passt. Nehmen dann davon. Hey, das sieht gut aus. Nehmen dann nochmal. Hey! Sofort beim ersten Versuch. Vorherragend. Oh, eine Pusteblume. Das ist jetzt daraus geworden. Und die nächsten Kinder sind im Anmarsch. Hervorragend. Und Emmas Story geht weiter. Herbst 1891. Die Schaukel. Albert und Frank. Was ist mit dem Teddybären passiert? Passend zu Halloween. Hi Albert.
Kommt. Ach so, können wir noch gar nicht. Können wir da? Ja, können wir. Eine Kürbismaske. Es tut mir so leid, Albert. Können wir die? Ja, können wir. Tut mir echt schrecklich leid, Albert. Wirklich. Arm des Teddybärs. Hallo, Frank. Ja, du möchtest deinen Teddy wieder haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Wo ist denn der Kopf? Oh! Dankeschön. Ah, da ist der Kopf. Jetzt kriegst du deinen Bären wieder, Frank. Ja? Bitteschön. Können wir ihn anschaukeln? Nee, doch nicht. Gibst du uns jetzt irgendwas? Irgendetwas brauchen wir doch noch, um. Stimmt, müssen wir irgendwas hochziehen. Jetzt wird ein Schuh draus. Wir können den Jungen doch anschieben. Anschaukeln. So, jetzt geht's ganz hoch. Hui. Ups. Ah, klar, in der Gefahrensituation hängt hier die, über den tiefen Brunnen, aber wer sein Teddy? Kannst du haben. Nett, ein netter Onkel bist du. Ein sehr netter Onkel. Er mag wohl keine Kinder. Herbst 1991. Die Suche. Tinte. Was ist das? Stück Papier. Ah, wir dürfen puzzeln. Fehlt aber noch was. Zum Beispiel das. Warum? Fehlt aber immer noch was. Na du? Ja, du musst Frank finden. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Was ist das? Mein geliebter Sohn, ich suche schon so lange nach dir. Wenn du diesen Brief findest, suche mich in diesen. In. Was? Suche mich in den Sternen. Deine Mutter. Oh, ist das süß! Sie denkt anscheinend, er ist tot. Bevor wir aber weitermachen, werden wir eben einmal. Ach, das ist das letzte Stück. Die Folge beenden. Hat mich sehr gefreut und wir suchen gleich weiter. Tschüss!